Das Thema Energie ist eines der größten hier auf dem Ludwig-Erdgipfel 2023. Und da ist es gut, dass Achim Schröder bei mir ist, CFO bei Westenergie. Und wir reden über die Energiewende und was es braucht, auch für günstigen Strom, Grünstrom später mal. Ja, was braucht es denn dafür? Also die Energiewende ist nach unserer Einschätzung in die richtige Richtung unterwegs. Die E.ON- und Westenergie-Strategie mit Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Wachstum zahlt genau darauf ein. Was nur nach unserer Einschätzung immer vernachlässigt wird, habe ich auch hier in den 2 Stunden bis jetzt noch nicht gehört, ist das Thema Netze. Weil der Strom muss ja irgendwie nicht nur erzeugt und beim Kunden ankommen, sondern dazwischen auch verteilt werden. Und insbesondere die Verteilnetze, wie es das Wort schon sagt, sind eben von hoher Bedeutung, weil eben ein hoher Anteil der Photovoltaik- und Windanlagen, fast 95%, eben an den Verteilnetzen angeschlossen sind. Und weil die Verteilnetze eben auch so ein bisschen die Verbindung sind zwischen dem, was erzeugt und was der Kunde braucht. Fußball ist das ein bisschen das Mittelfeld. Ne? Also ohne, wenn die Abwehr den Ball hat und der Sturm will ihn haben, dann brauchen sie ein Mittelfeld, sonst kriegen sie es nicht transportiert. Oder bei den Autobahnen, immer auch eine schöne Analogie zum Stromnetz, ist es so, dass wenn sie die Autobahnen dreifach ausbauen, sie sind ja zweifach, sie stehen aber dann von der Brücke, wo es nicht mehr weitergeht, weil die saniert werden muss, dann funktioniert es eben nicht. Und darum werben wir dafür, das Netzthema in den Fokus zu rücken und auch zu fokussieren, vielleicht mit so einem Netzwachstumsthema zu machen. Und da muss natürlich auch Finanzierung und andere Themen entsprechend funktionieren. Finanzierung, gutes Stichwort. Das ist wahrscheinlich nicht leichter geworden angesichts der steigenden Zinssätze, oder? Die Zinssätze führen ja einmal dazu, dass die Eigenkapitalerwartung höher ist, aber auch Fremdkapitalzinsen. Wir beobachten eben, dass wir so bis zu 2% Delta haben zwischen den aktuellen Marktzinsen und dem, was wir tatsächlich bekommen momentan von der Bundesnetzagentur. Da sind die Zinsen festgelegt worden, noch bevor der rasante Zinsanstieg erfolgte. Und wir versuchen mit der Bundesnetzagentur in Diskussion zu sein. Die zeigen sich auch in die Richtung bereitwillig zu sagen, sie wollen da was verändern, aber die Zinsen müssen auf ein höheres Niveau, damit wir auch adäquat finanziert sind als DAX-Konzern, ja E.ON, und vernünftig in die Energiewende weiter investieren können. Also das ist der Appell an die Bundesnetzagentur. Richtig. Wir haben aber natürlich noch weitere Hindernisse, sage ich jetzt auch mal, bei dem Thema Netzausbau. Das sind auch Genehmigungsverfahren, oder? Also Sie brauchen im Kern ja 3 Themen. Ne? Wenn Sie sowas so ein bisschen Fokus machen auf Netze, Netzturbo, nenne ich das nochmal, sagen. Einmal ist die Finanzierung, die habe ich gerade schon genannt. Dann brauchen Sie eben schnellere Genehmigungsverfahren, die heute viel zu lange dauern, in den Themen Kommunen, aber auch Netzbetreiber. Und Sie brauchen die Akzeptanz der Bevölkerung, weil Netze gehen eben natürlich auch mal durch Naturschutzgebiete, durch Gebiete, wo Leute wohnen. Und auch Windräder und Photovoltaikanlagen stehen da eben. Also die 3 Dinge brauchen sie. Gute Finanzierungskonditionen, Investitionssicherheit, Genehmigungsverfahren kürzer und Akzeptanz der Bevölkerung. Und die Genehmigungsverfahren, was erhoffen sich da von Kommunen? Also das klingt doch eigentlich gar nicht so schwierig, dass sie das schneller machen. Ja, gut, da hängt es ja an den Planungssachen, die man, wie das in Deutschland in der Bürokratie so ist, einreichen muss und viele Themen. Wenn sie selber eine Photovoltaikanlage mal aufs Dach bauen, dann wissen sie, was sie alles ausfüllen müssen. Das geht, siehe LNG-Terminals, sicherlich schneller und muss auch schneller gehen, weil wenn wir 5 Jahre brauchen für die einzelnen Genehmigungen, gerade in der 110 kV eben, also in den Bundesstraßen unterhalb der Autobahnen, dann werden wir es nicht schaffen, bis 2030 signifikant was auszubauen, was dann auch beim Kunden tatsächlich ankommt. Das 3. Thema ist eben die Akzeptanz in der Bevölkerung. Merken Sie da, dass alle jetzt begriffen haben, wir brauchen das, oder ist es doch nicht so einfach? Also in der Theorie sind ja alle für die Energiewende und auch für Nachhaltigkeit. Ist ja auch richtig, ja, wir ja auch. Ne? Wenn es dann konkret wird und ans Machen geht tatsächlich, dann wird es ein bisschen kritischer, weil es natürlich keiner vor seiner Tür selber haben will. So wird es aber nicht funktionieren. Wir brauchen eben nicht nur die Akzeptanz auf dem Papier, sondern die Akzeptanz im wirklichen Tun. Und dann funktioniert das auch. Und wir müssen das energiepolitische Dreieck in Summe ja beachten. Das heißt, wir haben das Thema Nachhaltigkeit und Ökologie. Das war ziemlich im Fokus der letzten Wochen und Monate und auch Jahre eigentlich in der Politik. Die Preise müssen im Blick behalten sein und vor allem noch die Versorgungssicherheit, weil wir wollen ja nachhaltig Strom und Gas auch weiterhin in Deutschland 24 Stunden jeden Tag haben. Wie steht es denn um die Versorgungssicherheit, wenn bei den Aufgaben, die ja auch auf die Netze zukommen, also Wärmepumpen, Elektroautos, das wird ja viel, oder? Also wir sehen ja einen deutlichen Anstieg in dem Gesamtthema Strom und wir müssen da natürlich dafür sorgen, dass genug grundlastfähige Kraftwerke da sind. Da ist erstmal dem Netzbetreiber egal, wo die jetzt sind, ob das jetzt Kernenergie ist oder Kohle, aber es braucht Kraftwerke, die immer verfügbar sind, weil wenn Wind und Sonne mal nicht da sind, und das sind mehr Tage, als man glaubt im Jahr, braucht man irgendeine Alternative. Im Moment sind wir da noch ganz gut aufgestellt. Wir haben ja auch noch die Möglichkeit zu importieren aus dem Ausland, aber die Grundidee, ein System zu haben, was stabil bleibt, was die Energiewende befördert, was aber netzseitig auch so ist, dass es rechtzeitig beim Kunden ankommt, ist, glaube ich, das der Königsweg, den wir eigentlich beschreiten sollten. Wenn Sie einen Wunsch an die Politik äußern dürften, könnten Sie den jetzt so formulieren? Stabile Rahmenbedingungen und das Netz nicht vergessen und Netzturbo anwerfen.
Das ist kurz gefasst eine schöne Zusammenfassung. Achim Schröder war das, CFO bei Westenergie. Vielen Dank. Ich habe zumindest einiges gelernt, was wir für die Energiewende brauchen, und werde auch sicher drüber schreiben in Markt und Mittelstand. Tschüss, bis zum nächsten Mal.